Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 3. Geralt hat mir heimlich verraten, dass er hier absolut keine Lust hat, länger in diesem blöden Dungeon zu bleiben. Das gefällt ihm nicht. Er will so weit wie möglich hier raus. Ich will hier raus. Holt mich hier raus. Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Hoffentlich nicht. Oh, das hoffe ich auch, dass wir uns nicht verirrt haben. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Zeichen berührt und jedes Mal war es ziemlich unangenehm. Ja. Einmal kamen uns unsere Ebenbilder entgegen und haben uns angegriffen. Und einmal warst du fast tot. Armer Geralt. Und einmal habe ich einen Schlag gekriegt, der mich glatt aus den Socken gehauen hat. Aber ich sehe da unten was. Guck mal. Ja. Ist das nicht sowas wie ein Pferd das oder ist ein sowas? Pferd. Könnte natürlich auch ein Esel sein oder so, aber da wir hier vom Pferd sprechen. Diese Krake fasse ich nicht mehr an, die beißt. Und den Hund auch nicht. Nee. So, hier sind wir hergekommen. Ja. Aber Kera steht, da war die Projektion und ansonsten ist hier nichts. Nee. Es geht hier nirgendwo nicht hin. Nirgendwo nicht hin? Irgendwo muss er ja wohl hergekommen sein. Da also, geht's vielleicht wieder hin. Ich würde sagen, wir müssen da runterspringen, wo das Pferd ist. Springen? Ich sollte vielleicht mal speichern, ne? Tja, das würde ich aber auch sagen. Geralt. Ups. Ach, ist ja Wasser. Oh, ist ja okay. Ja. No. Stimmt, ja. Da war doch ein Pferd. Und da ist noch was. Guck mal. Hier ist eine Truhe. Gefällt mir doch viel besser wie so ein dämliches Pferd. Nur so ein Langschwert, ne? Ich weiß ja nicht. Hä? Ah ja. Geralt. Da lang. Oder auch nicht. Aber guck mal, hier ist doch ein Pferd. Ja. Ah, guck mal auf die Minimap. Hehe. Ach, da musst du tauchen. Geralt, wo der immer hinschwimmt. Das schwimmt nicht. Er taucht. Ja, unter Wasser soll er schwimmen. Und zwar fix, flott, bevor die Luft weg ist. Ja. Hilfe, jetzt verirre ich mich auch noch. Toll. Und so, das Grün, ja. Ach, Gott sei Dank. Bin ich hier? Also aus dem Suchkreis. Ja, du bist im Suchkreis. Ich schwimme in den Suchkreis rein. Ach so. Aber hier komme ich nicht weiter. Ich muss hier wieder abtauchen. Okay. Geralt, geht's auch nach vorne? Bitte. Ja. Nee. Der kennt nur rechts und links und nichts dazwischen. Weißt du nicht, Bob, dass unser Held ein Dummer ist? Naja, so ein bisschen. Jetzt bin ich zurückgeschwommen. Auch schön. Ja. Bin ich doch, oder? Ja, klar. Du bist ja, wurde, ja, klar. Da wurde reingesprungen was. Clever. Ausgesprochen. Ja, das war aber jetzt, du hast jetzt aber du und nicht Geralt. Der Marionettenspieler hat manchmal auch ein bisschen Schuld. Oder willst du nicht sagen, Leute, manchmal auch zur Verantwortung. Na gut. Auf ein neues. Jo. Das ist ja auch blöd hier. Was? Wo bist du denn jetzt? Hey. Ja. Guck mal, du bist hoch. Ja. Und da sind Feinde. Aber du entfernst dich aus dem Suchkreis, oder? Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist der Suchkreis auch, ich habe keine Ahnung. Ja, ich hätte wahrscheinlich den anfassen müssen, ne? Warum trinke ich jetzt Wasser? Ich will eine Katze machen, Mensch. Machst du doch immer, dass du erst Wasser trinkst und dann eine Katze? Wir haben's ja. Ist ja nichts Neues. Ich gehe jetzt einfach mal. Klar. Kelp hier. Noch ein Pferd.
Fast genauso wie das letzte. Oh. Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Komm wieder her. Ich kann doch da nicht wieder hochklettern, wo ich runtergesprungen bin. Na, vielleicht für die Treppe ja nach oben. Ich hoff's. Lass doch die Schwammerl liegen. So viele Pilze kann man gar nicht essen. Ah, guck mal. So, okay. Schau, sie gehen auf! Da bist du. Wer geht auf? Du bist wieder da, wo du hin solltest. Du bist jetzt bei Kion. Ja. Ah, da wo vorher zu war. Mhm. Na, das wollen wir doch gleich mal speichern. Ja. Gehen wir. Was war das? Ach, Pilze. Pilze, ja. Über Pilze. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Versuchen wir es zu aktivieren? So. Wie denn? Ach, guck mal, da ist die Schwalbe. Schwalbe anfassen, kriege ich gleich wieder eine gewischt. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Was? Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Nee, ich meditiere erst mal. Ich habe keine Schwalbe mehr. Und wenn wir mitten im Kampf... die Schwalbe ausgeht, dann ist das ausgesprochen peinlich, wenn ich nichts mehr sehe. Na, hier rein, da rein. Vella Glan! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ach, das Hexersinn benutzen? Ich höre was, das klingt aber gar nicht gut. Unfreundlich. Hä? Ist das ein Golem? Oh oh. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Golem steht dran. Nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Nimm dies! Einfach großartig. Stirb! Verdammt! Aua! Haben wir nicht irgendwas gegen Konstrukte? Nein, leider nicht. Habe ich geguckt. Hätte ich ja gern. Ah! War zu schnell! Aua! Ich kann nichts machen. Ich häng total in der Ecke fest. Ich bin noch nicht abgekommen. Wir sind hier in die Ecke gekommen. Kann man noch was nutzen gegen ihn? Ah, Mann! Oder kannst du Wände nutzen, um dich zu schützen? Ich mach doch ständig Wände. Das ist nicht erlaubt. Was ist denn nicht erlaubt? Ich weiß es nicht. Das sind deine Freunde. Wir haben ihn gleich. Ja. Wir haben ihn. Ich fahre mit meinem Stuhl hier quer durchs Zimmer. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja, wirklich? Ja nicht. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Ist aber nett. Aha. Das freut uns doch. So, und da war irgendwo eine Truhe. Ja, genau, da. Augen, die wollen wir doch nicht. Ein kleiner Tschernobock.
Was immer das sein mag. Was immer ein Tschernobock machen mag. Was haben wir denn hier Komisches? Hä? Du solltest auch ein Zimmer mit deinen Hexersinn untersuchen, aber ja. Welches ist es dieses? Ne? Ach, die Ruine weiter und folge. Ach, das ist ja schon erledigt, das eine. Also eine gut. Herausgerissene Seite haben wir mal wieder gefunden. Das ist gut. Ist es eine Rezeptseite oder was? Davon gehe ich eigentlich aus. Leider kein Rezept für Konstruktöl. Ach so, das war es, was du gesucht hast. Das habe ich gehofft, schön. Aber. Mhm. Ah. Haben wir hier was Neues? Ein Superschwert? Ne, sieht nicht so aus. Nein. Das ist das Einzige, was Neues. Mhm. Hier haben wir, ja. Nichts weiter. Wir haben ja schon geguckt. Nee. Wir haben nichts weiter gefunden. Nichts Vernünftiges. Was also war schon das vernünftige dahin? Sachen wahrscheinlich, aber nichts. Ach, das war das Portal da hinten. Jo. Na gut. Ich sollte mal wenn wieder Siri speichern. Wenn du gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Was ist das? Da ist was. Was ist das hier? Na? Gerald. Da ist was. Klar ist da was. Willst du das Ziel angreifen? Hä? Ah, Kira, warum musst du immer... Na also, geht doch. Wow. Rüstung der Krieger Freier. Komm mal an. Na, die müssen wir uns doch mal angucken. Wow. Oh. Wow. Ach, Quack. Da will ich nicht hin, da will ich hin. Oh. Bogen. Ja, zerschmettern 30 statt 15. Ja. Aufschlitzen 30 statt 25. Na, und plus 9. Ja. Sofort Vitalität anziehen. Vitalität ist auch dabei. Schon gut. Ja, und hat die andere Vitalität 46. Die andere hat Resistenz gegen Schaden. Aber da hast du jetzt ja nur 4%. Hervorragend. Das sieht schon besser aus. Oh. Die war ja gut versteckt. Ja, die war verdammt gut versteckt. Und die sieht auch gut aus. Ja, auf jeden Fall sieht sie nicht so komisch aus wie die anderen. Und die letzte war genial. Ja, die Joppe. War noch etwas besser wie die Bayern-Joppe. Mal hier ist. Mann, ist das duster. Ist schon wieder meine Katze aus, nein, ne? Oder? Aber so unglaublich. Soll ich keine Katze anmachen? Du bist doch nicht so duster. Da soll man hingehen. Dann gucken wir doch erstmal auf der anderen Seite, ja, was es da so gibt. Ja. Und du willst keine Katze doch, anmachen. Wie soll ich hier was finden? Hier natürlich. Das bist doch sowieso immer du, der bestimmt. Aber eine Katze anmachen oder nicht. Gottes Willen, ich will doch nicht, dass Gerald stirbt. Schon sieht man viel besser. Mal sehen, ob wir nochmal sowas Hübsches finden. Na ja, Konstruktöl, Manuskriptseite, Konstruktöl und ja, Schema-Kavalleriestiefel. Was braucht man denn dazu? Gucken wir doch gleich mal. Machen wir uns mal ein bisschen Licht hier. Na, und wenn es so nicht geht, dann machen wir es eben so. So. Halt, da wollte ich nicht hin. Alchemie, da wollte ich hin.
Konstrukt. Ja, das ist schon da. Da, können wir sogar schon machen. Ja. Gut. Wir sind von der falschen Seite gekommen. Wir hätten von hier kommen müssen. Ja, das wird dann automatisch gemacht, wenn du schläfst. Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Oh. Hey, da ist die Tür hinter uns zugegangen. Still! Ach so. Gehen wir mal was auf. Was ist denn das? Quent, wenn ich das wüsste. Still! Sieht unfreundlich aus. Ein Gargoyle. Was ist denn ein Gargoyle? Was ist denn ein Gargoyle zum Kuckuck? Keine Ahnung. Puh, Geist ist es wohl nicht. Hybrid? Auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nekrophagen, Okroide? Nee. Verfluchte Wesen. Könnte natürlich sein. Nee, Fehlgeboren. Nee. Das haben wir ja demnächst. Nee, das... Man hat doch ein Hybride? Hybrid? Nee. Greife? Nee, wir haben noch keinen Eintrag. Wir kennen ihn noch nicht. Wir kennen ihn noch nicht mal. So Mist. Ein Mist aber auch. Aua! Ey, oh, der schmeißt mit Felsen. Weia. Oh, oh. Wir sind aber keine Chance gegen den. Wir werden das Ganze gegen ihn nutzen. Ah, ich komm nicht weg. Aua! Pass auf dich auf. Lang ich darf nicht auf. Öfter wie zweimal ja, zuschlagen. Okay. Aua, das war ganz gut. Jetzt haben wir einen Eintrag, jetzt wissen wir. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Gut, jetzt gucken wir. Ein Gargoyle. Wir haben jetzt einen Eintrag für einen Gargoyle. Ja, haben wir wohl. Das heißt, wir ihn bearbeiten müssen. Nett, sehr nett. Das ist im Nachhinein wenigstens so sagen. Ist hier was? Nö. Hier ist ja gar nichts. Da ist nur eine Kehre. Doch, hier ist eine Truhe. Ja, da ist eine Truhe, aber nicht. Immer schön gucken. Nicht dort. Dort war sie nicht. Spaltbolzen, Bolzen. Hallo? Oh ja. Okay. Ich fürchte, wir werden bald mal wieder meditieren eine Runde müssen. Rasten müssen. Ja. Ein Kerze am Boden, auch nett. Naja, eine Schwalbe habe ich noch. Und eine Katze. Ist nicht allzu viel. Oh. Ja, da kommen wir her und da müssen wir hin. Sieht so aus, ja. Alle Kerzen werden angemacht. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ick. Solltest du vielleicht doch muss mal meditieren. Aber nicht sein. Damit du deinen Golem-Dings der Konstruktöl machen kannst, oder? Was meinst du? Ja. Hä? Mann. Na gut, dann zünd's eben so an. So. Oh, ist hier irgendwas drin? Nee, da kommt man nicht hin. Okay, ich meditiere mal ein Rötchen. Damit wir das Öl dann auch haben. Ja. Wenn ja gleich wieder so ein blöder Golem rauskommt. Ach, das muss ich aber erstmal eine Möglichkeit finden, das, was ist das Portal denn? Zu aktivieren. Das ist wieder so eine Schwalbe. Ja. Ja, aber hier war so eine Hand. Da ist eine Hand.
Oder sieht so aus wie eine Hand. Ja. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Muss das sein? Was denn, mit dem Licht? Wollen wir nicht lieber wilde nach Hause Jagd gehen? Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Nein, das hatten wir nie gedacht. Sie bestimmt auch was nicht. Was ist das? Jägerstiefel. Jägerstiefel, ja. So, wir sollen hier rechts rum. Also gucken wir uns erstmal das hier alles an. Kartoffelbewusst. Und Zwergenschnaps. Oh ja, besser wie nix. Und was ist das hier? Hallo. Nö. Kann man nichts machen. Und warum leuchtet das? Tja. Oh. Sehr merkwürdig, hä? Meinst du? Ich wüsste aber nicht, was ich damit machen sollte. Nee. Ja. Das war ja sowieso auch noch die falsche Richtung. Ja. Das irritiert mich jetzt aber mächtig gewaltig. Ne, passiert aber nichts. Dann gehe ich mal wieder auf Quen. Tja, schade, mir fällt nichts ein. Aber wenn es leuchtet, hat das doch sonst eigentlich immer irgendwas zu sagen. Tja. Vielleicht später. Aber vielleicht nur, dass die jetzt deaktiviert sind, die Wächter. Kann natürlich auch sein. Aber sieht das hier recht unheimlich aus. Ja, so. Freundlich sieht das nicht aus. Die Musik im Hintergrund ist auch nicht gerade freundlich. Nee, so irgendwie hektisch. Klingt das nicht so richtig freundlich. Ich fürchte, ich muss demnächst mal wieder eine Katze anmachen. Wird Zeit, dass wir mal eine verbesserte Katze kriegen. Also ich würde mal Schluss machen jetzt. Wir haben die Zeit erreicht. Und wir wollen jetzt rumlaufen. Ich weiß nicht, was denn kommt oder wie lange das denn dauert. Da würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Na gut. Kann man überhaupt speichern? Weil die Musik. Ich vermute, ja. Okay, gut, dann machen wir jetzt Schluss. Gut. Bis dann, ja. Ciao. Bis dann. Tschüss.